Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie aus dem Deutschen Bundestag. Der Verhandlungsführer der Deutschen Bahn, Ulrich Weber, hat ein Problem. Bis heute Nacht um 4 Uhr saß er mit den Vertretern der großen Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG am Verhandlungstisch. Sie stritten um einen neuen Tarifvertrag und wieder mal haben sie sich vertagt auf den Mittwoch der kommenden Woche. Aber da muss Weber als Verhandlungsführer die Schlichtungsgespräche beginnen mit der kleineren Lokomotivgewerkschaft GDL. Die GDL ist ja die Gewerkschaft, die uns in den letzten Tagen, Wochen und Monaten mit ihren ständigen Streiks völlig entnervt hatte. Die gute Nachricht für alle am Pfingsten, das Pfingstwochenende, da wird es keine Streiks geben. Die Bahnen fahren also ordnungsgemäß. Was danach passiert, kann im Moment keiner sagen. Die Tarifauseinandersetzungen bei der Bahn drehen sich natürlich wie immer um das Geld, aber auch um die Strukturreform. Nämlich seitdem das Bundesarbeitsgericht im Jahre 2010 das ehrende Prinzip ein Betrieb, ein Tarifvertrag untersagt hat, seitdem kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen den großen DGB-Gewerkschaften und kleinen Spartengewerkschaften. Das will die Koalition nun ändern, heute hier in zweiter und dritter Lesung, also das schon vorher heftig umstrittene Tarifeinheitsgesetz. Kurz zusammengefasst kann man sagen, bei Auseinandersetzungen und Nichteinigungen gilt das Mehrheitsprinzip. Der Tarifvertrag der größeren Gewerkschaft gilt dann für alle Arbeitnehmer in einem Betrieb. Und darüber wollen wir sprechen mit Katja Massi, Sprecherin für Arbeit und Soziales bei der SPD. Und Beate Müller-Gemmicke, Sie Sprecherin für Arbeitnehmerrechte, muss ich nochmal nachgucken, von den Bündnisgrünen. Frau Mast, wir hatten also die alte Rechtsprechung bis zum Jahre 2010. Jetzt erklären Sie mir doch mal, was an dem Gesetz, was heute hier verabschiedet werden soll, anders ist als das, was vor 2010 gegolten hat. Naja, zuerst mal wollen wir das Prinzip ein Betrieb, ein Tarifvertrag beziehungsweise eine Beschäftigtengruppe im Betrieb einen Tarifvertrag realisieren. Es geht darum, dass die Kolleginnen und Kollegen, die das Gleiche tun, auch das Gleiche verdienen, also in der gleichen Entgeltstufe im Tarifvertrag sind. Und wir regeln jetzt, wie künftig bei Tarifkollision, also dann, wenn zwei gleichwertige Tarifverträge da sind von unterschiedlichen Gewerkschaften, welcher Tarifvertrag dann in dem Betrieb gilt. Das wird in diesem Gesetz geregelt. Aber ich habe es gesagt, es gab ja diesen Spruch des Bundesarbeitsgerichtes und da wurde noch mal festgestellt, dass genau dieses Problem, was Sie jetzt aufwerfen und lösen wollen, gar kein Problem ist, zumindest nach Meinung der obersten Richter. Es gibt keinen übergeordneten Grundsatz, dass für verschiedene Arbeitsverhältnisse derselben Art in einem Betrieb nur ein einheitlicher Tarifvertrag zur Anwendung kommen könne, so der Richterspruch. Also drehen Sie das doch noch mal wieder auf den Zustand vor 2010. Ist das überhaupt verfassungsgemäß dann? Also zuerst mal wollen wir, dass eben für eine Beschäftigtengruppe oder ein Betrieb ein Tarifvertrag gilt. Das ist das, wofür wir dieses Gesetz machen. Und verfassungsgemäß ist dieses Gesetz auf jeden Fall laut Aussagen von Bundesjustiz und Bundesinnenminister und Bundesarbeitsministerium, weil die drei haben zusammen die Verfassungsmäßigkeit geprüft. Und in der Anhörung des Bundestagsausschusses hat ja auch Herr Papier, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, auch gesagt, dieser Gesetz Entwurf ist verfassungskonform und er passt auch in die Rechtslandschaft heute. Nun gibt es ja eine Opposition, die hat immer was zu mäkeln und die hat vor allen Dingen einige Rechte, wenn auch nur wenige hier im Haus bei dieser großen Mehrheit. Und Frau Müller-Gemmicke, Sie haben diese Rechte wahrgenommen, kleine Anfrage. Und Frau Kramme, siehe da, die Staatssekretärin bei Andrea Nahles, hat also gesagt, ja, man könne das nicht ganz ausschließen, dass das Streikrecht, wie hat sie das genau formuliert, Prüfung durch Gericht kann ergeben, dass Streik verhältnismäßig nicht verhältnismäßig ist, weil das Ziel einer kleinen Gewerkschaft nach Verabschiedung dieses Gesetzes nicht mehr erreicht werden kann. Was schließen Sie daraus? Ja, für uns Grüne ist das Gesetz ganz eindeutig verfassungswidrig und vor allem ist es ein Angriff auf das Streikrecht und es wurde mir eben jetzt auch noch mal bestätigt, dass es sehr wohl so sein kann, dass schon vor dem Abschluss eines Tarifvertrags ein Streik unverhältnismäßig ist, weil später eben der Tarifvertrag gar nicht zur Anwendung kommt. Also von daher ist es ein Angriff auf Streikrecht und nicht verfassungskonform. Und im Übrigen ist es auch nicht so, wie es vor 2010 war, geplant, das Gesetz. Also damals ging es darum, wer hat den spezielleren, wer hat den passenderen Tarifvertrag für den Betrieb, sondern jetzt ist es das Mehrheitsprinzip und das greift eben in die Koalitionsfreiheit ein, weil bei uns steht nun mal in der Verfassung in Artikel 9 Absatz 3, dass jedermann und alle Berufe das Recht haben, sich zu organisieren und Tarifverträge zu verhandeln. Also wie muss man das werten, was die Staatssekretärin da geantwortet hat? Da gibt es doch Zweifel auch im Ministerium.
Das hat auch gar nichts mit Zweifel zu tun. Die Staatssekretärin hat sich auf die Begründung des Gesetzes bezogen. Im Gesetz selbst steht kein einziges Mal ein Eingriff ins Streikrecht drin. Das haben wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch eingefordert. Das war uns eine ganz wichtige Sache in den Verhandlungen mit unserem Koalitionspartner, weil dort wollten ja auch viele einen aktiven Eingriff ins Streikrecht. Das wollten wir nicht. Aber natürlich wirkt ein Gesetz. Ich meine, wir machen Gesetze, damit sich Dinge verändern. Und tatsächlich wird es so sein, dass künftig Arbeitsrichter dieses Gesetz auch hinzuziehen werden, wenn es um Verhältnismäßigkeit von Streiks geht. Nichts anderes hat Frau Kramme geschrieben. Sie hat sich da an die Begründung im Gesetzentwurf gehalten. Gewerkschaften wurden ja auch zu dem Zweck gegründet, damit die Arbeitnehmer eine starke Stimme bekommen. Ist eigentlich die Auffächerung in so viele kleine Spartengewerkschaften überhaupt sinnvoll aus Sicht der Arbeitnehmer? Und aus allgemeiner Sicht, ist es überhaupt fair, wenn der Zugführer für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommt als sein Kollege? Also im Endeffekt ist es Sache erstens der Beschäftigten und auch im Endeffekt der Gewerkschaften. Ich finde, Gesetzgeber soll sich da nicht einmischen. Und dann muss man einfach ein bisschen in die Vergangenheit schauen, was passiert ist. Also das sind alles Verbände, über die wir reden, GDL, Cockpit, aber auch der Marburger Bund, die es schon ewig gibt, aber die nicht Tarifverhandlungen geführt haben. Und irgendwann kamen eben Punkte, wo sich diese Berufsgruppen in den großen Gewerkschaften nicht mehr richtig vertreten gefühlt haben und haben dann beschlossen, dass sie selber ihre Tarifverträge verhandeln. Das zeigt mir, dass da irgendwie der Interessensausgleich zwischen den Gruppen in den großen Gewerkschaften nicht funktioniert hat. Und das muss ich als Politikerin, als Gesetzgeber akzeptieren. Ich sage immer, Solidarität, Kooperation, das ist nicht Aufgabe der Politik, sondern das ist Aufgabe der Gewerkschaften. Die müssen es hinkriegen, dass tatsächlich alle Berufsgruppen sich vertreten fühlen. Nun hat die GDL 34.000 Mitglieder. Man hat mal untersucht, dass ungefähr 6.000 an den letzten 9 Streiks teilgenommen haben. Und man ist natürlich als Verbraucher, als Bahnfahrer völlig entnervt, dass diese Gespräche auf der Stelle treten und ständig da hier der Arbeitskampf gezogen wird. Das ist zwar das Recht, aber man fragt sich jetzt, wo Sie als oberster Gesetzgeber ein neues Recht einführen, warum Sie in diesem Gesetz, was Sie jetzt machen, nicht vorsehen, dass viel schneller ein Schlichtungsverfahren faktisch zu greifen hat. In Frankreich gibt es das zum Beispiel, dass der Gesetzgeber vorschreibt, dass nach so und so vielen Mal das Schlichtungsverfahren zu greifen hat. Also nochmal, uns ist ganz wichtig, dass es keinen aktiven Eingriff ins Streikrecht mit diesem Gesetz gibt. Eine schnellere Schlichtung, eine Zwangsschlichtung und was auch immer, sind alles aktive Eingriffe ins Streikrecht. Wir sind froh, dass die Verhandlungspartner bei der Bahn jetzt wieder am Tisch sitzen, weil in der Tat für Wirtschaft, Pendler und diejenigen, die jeden Tag zur Schule müssen, war das ein riesiges Problem, dieser Streik. Jetzt haben wir eine Schlichtung und eine Friedenspflicht. Das ist auch gut so. Aber ich will noch mal was zu der Frage große und kleine Gewerkschaften sagen. In dem Gesetz steht nicht, dass sogenannte kleine Gewerkschaften keine Tarifverträge mehr abschließen können. Das Gegenteil ist der Fall. Und auch wenn es zu echten Tarifkollisionen kommt, also wenn es zu echten Konflikten zwischen zwei Tarifverträgen kommt, wird es spannend sein, ob alle Betriebe bei der Deutschen Bahn die Mehrheit bei der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft haben. Das sehe ich nicht. Gehe davon aus, dass auch Betriebe da sein werden, wenn es zum Konflikt kommt, beispielsweise bei der Bahn, dass auch die GDL in Betrieben die Mehrheit haben wird, dann gilt dort ihr Tarifvertrag. Also insofern ist es nicht ein Gesetz, das sagt, kleine Gewerkschaften können nicht mehr verhandeln. Im Gegenteil, es geht nur darum, in einem konkreten Fall, dann, wenn es zum Konflikt zwischen zwei Tarifverträgen kommt, dann eben ein geordnetes Verfahren zu haben. Ja, das sehen wir ja jetzt. Die Verschiebung auf den kommenden Mittwoch mit der großen Eisenbahnergewerkschaft ist ja nicht zufällig. Die wären ja dumm, wenn sie jetzt abschließen und hinterher sehen, dass die andere Gewerkschaft besser abschließt. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Die werden so lange verhandeln, bis sie dann gemeinsam irgendwas abschließen. Dann hat die Große Koalition vielleicht doch recht. Vielleicht ist es dann sinnvoll, von Anfang an auf so eine Gemeinsamkeit zu setzen. Nein, hat Katja Mast schon recht. Also das wäre ein wirklich extremer Eingriff in das Streikrecht. Was mir nochmal wichtig ist, in den ganzen letzten Jahren haben die Gewerkschaften wirklich sehr verantwortungsvoll agiert, wenn es um Streiks geht. Übrigens auch die GDL und auch die kleineren. Im Übrigen, wir reden ja nicht nur über GDL, wir reden auch über Gewerkschaften wie Verdi. Die sind ja auch gegen das Gesetz und werden Verfassungsklage einbringen. Man muss schon sehen, der Tarifkonflikt bei der Bahn ist genau in die Zeit gefallen, jetzt mit dem Tarifeinheitsgesetz. Das heißt, das Gesetz hing sozusagen drohend über allen Köpfen. Und ich bin überzeugt, dass die Bahn
bewusst auf Zeit gespielt hat und also abwarten wollte, bis das Gesetz da ist, damit sie das Problem vom Tisch hat. Und ich finde auch, die GDL hat ganz rational agiert, indem sie versucht hat, größer und mächtiger und stärker zu werden, weil sie ja Gefahr läuft, dass ihr Tarifvertrag nicht mehr gilt. Also unter diesem Aspekt muss man schon den momentanen Streik sehen. Der war nicht normal, der ist eskaliert und man hat gesehen, trotzdem gehen sie ja freiwillig nachher dann doch in eine Schlichtung. Ja, Frau Mast, dieses Gesetz ist quasi entstanden im Arbeitsministerium wegen des Streiks, der ja schon seit, oder des Streits bei der Bahn, der ja schon seit letztem Jahr läuft. Kann man das so sagen? Nein, das kann man nicht so sagen, weil die Koalition hat ihren Koalitionsvertrag verabschiedet, bevor es zu Streiks bei der Bahn kam, und schon im Koalitionsvertrag steht, dass wir ein Tarifeinheitsgesetz auf den Weg bringen. Und ich finde es auch falsch, dieses Gesetz nur mit dem Bahnkonflikt in Verbindung zu sehen, sondern es ist kein Lex-Bahn-Gesetz, es ist ein Gesetz für alle Tarifkollisionen und nicht nur für ein Unternehmen in Deutschland, weil die Frage ist ja Solidarität der Belegschaft, also das starke Gruppen, die beispielsweise durch den Streik stark Interessen durchsetzen können, sollten sich auch darum kümmern, wie es den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Betrieb geht. Es geht auch um eine Frage von Solidarität im Betrieb. Deshalb ist uns ebenso wichtig, ein Betrieb, ein Tarifvertrag, beziehungsweise eine Belegschaftsgruppe, ein Tarifvertrag. Ja, die Solidarität wird ziemlich gebeutelt werden, wenn man demnächst erstmal ausrechnen muss, wer in welchem Bereich die stärkere Gewerkschaft ist. Das wird eher zu einem größeren Wettkampf führen, auch an der Basis. Man wird um die Mitglieder ringen. Und dann stellt man sich natürlich am Schluss auch die Frage, wer legt eigentlich fest, wer die Mehrheitsgewerkschaft in dem Bereich ist. Da gibt es ja viele Mitglieder, die sagen, ich sehe gar nicht ein, warum ich offen darlegen soll, dass ich Mitglied der GDL oder etwas anderes bin. Ja, als erstes, da haben Sie vollkommen recht. Ganz viele Experten sehen die Gefahr, dass zum einen die bisher vielfältigen Kooperationen in Gefahr sind, ja, weil wenn eine Gewerkschaft einseitig gestärkt wird, dann ist die Frage, warum soll sie überhaupt noch Kooperationen eingehen, das ist das eine. Und natürlich wird es so sein, dass wirklich pro Betrieb, bei der Bahn sind es eben rund 300 Betriebe, wird es darum gehen, wer ist hier die stärkste Gewerkschaft, und das führt zwangsläufig eben nicht zu Solidarität, sondern eher zu einem Häuserkampf, das heißt, die Konkurrenz wird sich verschärfen. Und wie dann nachher tatsächlich die Umsetzung, also die Mitgliederzählung tatsächlich rechtssicher durchgeführt wird, ist in meinen Augen noch relativ offen. Ich habe da auch oft nachgefragt. Es gab auch viel Kritik von den Praktikern bei der Anhörung, dass dort viele Dinge nicht wirklich geklärt sind, zum Beispiel die Definition von Betrieb. Ja, also es wurde von Professor Thüsing und so weiter gesagt, dass die Gewerkschaften Arbeitgeber zusammen den Betriebsbegriff sozusagen verändern können, wenn man da nicht noch mal ein bisschen nacharbeitet. Und das andere ist, wie zählt man tatsächlich und vor allem, wie überprüft man denn die Mitgliederlisten und die Zahl, die nachher bei den Gerichten vorliegen? Und da sehe ich noch keinen Plan, wie das tatsächlich durchgeführt wird, ohne dass Chaos entsteht. Und vor allem hat ja jeder einzelne Beschäftigte das Recht, dass es nicht bekannt wird, in welcher Gewerkschaft er ist. Ja, also in der konkreten Durchsetzung hat man häufiger bei Gesetzen, da fragt man sich vorher, wie das gehen soll, hinterher geht's oder geht nicht. Aber eins ist auch klar, dieses Gesetz wird wieder vom Bundesverfassungsgericht landen. Ist das eigentlich ein intelligentes Vorgehen der jeweiligen Bundesregierung, sage ich jetzt mal vorsichtig, hier Gesetze zu verabschieden, die eigentlich anfechtbar sind und auch immer wieder angefochten werden, sodass eigentlich nicht der oberste Gesetzgeber Bundestag und Bundesrat, sondern fast immer die Karlsruher Richter das letzte Wort haben? Naja, wir haben ja ein geordnetes Verfahren in einer ordentlichen Demokratie mit Gewaltenteilung, wie Verfassungsmäßigkeit festgestellt wird. Was wir getan haben in der Bundesregierung, und da bin ich Herrn de Maizière und Frau Nahles und Herrn Maas wirklich dankbar, dass sie sehr intensiv geprüft haben, ist dieses Gesetz so verfassungskonform. Wir alle Gutachten der Ministerien sagen, das ist verfassungskonform. Und dann muss man, wenn man das anzweifelt, tatsächlich vor das Verfassungsgericht. Das ist legitim und ist auch richtig so. Wir haben ja schließlich eine Trennung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative. So ist es. Frau Müller-Gemmickel, abschließende Frage. Wenn das Gesetz jetzt durchgekommen ist, was bedeutet das denn für die Konfliktparteien jetzt konkret im Bahnkonflikt? Kann die GDL ihre Ansprüche dann abmelden? Nein, die GDL muss jetzt als erstes mal ganz schnell einen sehr guten und ich sage mal breiten Tarifvertrag abschließen, und zwar noch bevor das Gesetz in Kraft tritt. Dann gilt der Tarifvertrag, weil es eine Stichtagsregelung gibt.
Aber im Endeffekt machen wir ja nicht nur für den Moment ein Gesetz, sondern für die Zukunft. Das heißt, das ganze Problem geht dann in, weiß nicht, 24 Monate oder wie lange der Tarifvertrag eben läuft, geht das ganze Theater wieder los. Und da wird es dann darum gehen, dass in der Zeit bis dahin natürlich dieser Kampf um Mitglieder stattfinden wird. Frau Müller-Gemmicke, Frau Mast, vielen Dank, dass Sie da waren.